Guten Morgen bei Dortmund Live. Und all denen, die jetzt reinschalten, sei gesagt, dieses Format sendet seit 21 Stunden. Nee, Moment. 10, 11, 12, doch noch seit 21 Stunden, ist richtig gerechnet. Ne? Und noch drei. Und für alle, die sagen, was habe ich schon verpasst im Internet, das berühmterweise nichts vergisst, wird alles nochmal aufgearbeitet. Das heißt, die 24 Stunden kann man in schönen Portionen bei all dem, was einen interessiert, dann nochmal nachgucken. Die Morgenstunden stehen ziemlich in Zeiten des Sports, was wir schon in den letzten Stunden, glaube ich, bemerkbar gemacht haben. Durch Tischtennis, durch Eishockey in Dortmund, durch Planung zur Euro, was da alles dranhängt und, und. Und jetzt gleich werden wir ein Sportquiz machen, bei dem Sie zwar nichts gewinnen können, bei dem Sie aber im Kopf gerne mitspielen dürfen. Vielleicht sind Sie schlauer als die Kandidaten, aber es geht gar nicht um Schleuer, es geht erstmal um Frühstück. Genau. Denn das Café Auszeit hat uns gerade was vorbeigebracht. Herr Oberbürgermeister, willkommen als nächster Gast. Das ist irgendwas mit Kartoffeln, mit Tablette ist für mich. Ja, mit Spinat. Zum Frühstück. Zum Frühstück, ja. Ich weiß ja nicht, wann Sie für gewöhnlich frühstücken. Wann tun Sie das? Im Schnitt? Ja. Wann ich das tue? Ja, ruhig mit Mikro. Ich frühstücke auch gerne salzig tatsächlich, das finde ich super. Im Dunkel brauche ich auch noch, ich probiere das hier mal. Wann frühstückt der Oberbürgermeister für gewöhnlich? Für gewöhnlich frühstückt er um 6:30. Ist das sozusagen Ritual und dem Tagespensum angepasst? Genau, Frühstück mit den Töchtern und dann müssen die auch zur Schule und dann brechen wir zusammen auf. Gut. Was passiert bei Ihnen morgens? Ruhe? Beim Frühstück? Ja, oder Ruhe? Also, meine beiden Töchter sind 15 und 17. Jetzt können Sie ja selber vorschauen, ob es dann ruhig ist am Frühstückstisch. Und Tageszeitung blättern? Kommt das nee, dazu? Das geht doch nicht. Handyverbot und Zeitungsverbot. Morgens beim Frühstück? Ja, na klar. Wir wollen doch miteinander laut sein. Süß oder salzig? Über was quatschen Familienvater morgens mit seinen beiden Töchtern? Ja. Ich frage in dem Alter. Was wollen die nicht, dass ich ihnen das jetzt sage? Nee, aber wollen Töchter in dem Alter überhaupt morgens reden? Mit dem Papa? Ja, doch, doch, doch. Für meinen Geschmack manchmal auch zu viel. Gut, raus damit. Was sind Themen? Nein, das bleibt am Familientisch, ist doch gut. Wir quizzen ein bisschen. Bevor wir quizzen, Frage, was haben Sie in den letzten Tagen von Dortmund mitgenommen? Jetzt nicht als Essenz, sondern in Präsenz? Alles, hätte ich fast gesagt. Also ich war gestern von 9 Uhr morgens bis 21.30 Uhr, war ja der Haupteck dann auf dem Friedensplatz unterwegs in der Stadt. Und das war sehr spannend und sehr vielfältig mal wieder. Auch Stadtteilfesten auch? Ja, sehr viele. Also wir waren zum einen zum Fußball gucken beim SV Körne. Die haben da auch so ein, das machen die regelmäßig, aber haben sie jetzt auch als Teil des Nachbarschaftsfestes da angemeldet. Und dann nochmal bei weiteren Stadtfesten, einmal Zypriotenweg und einen waren wir noch in Hokkaida auf dem nächsten Stadtfest, wo 91.2 auch immer dabei war. Ja, das war sehr, sehr, sehr gut. Gute Stimmung überall, die Leute freuen sich. Gerade die Nachbarschaftsfeste, das zeigt sich jedes Jahr wieder, sind total klasse. Die Leute sind so begeistert, dass wir das mit einbeziehen und dass wir sagen, dass sie da sind, das ist wunderbar. Dass das nicht alles nur in der City ist, sondern Dortmund ist halt Fläche, ist halt Vorstadt. Wunderbar. Ich habe gerade mit Martin Sauer über die Vorbereitung eines Fußballturniers gesprochen, was in dieser Stadt stattfinden will. Geht das alles auch noch über den OB-Tisch eigentlich? Dieses Thema glaube ich gerade nicht. Nein. Kann das dann sein? Nein, mit der Euro. Ja, ach, die Euro, die Sachen, die gehen alle auch darüber, ja klar. Gut, was ist so Hauptaugenmerk aus den letzten Wochen, Monaten, wo Sie mit der Euro zu tun haben und der Umsetzung in dieser Stadt? Also wir haben zuletzt nochmal der Presse auch vorgestellt, unser, ich sage mal, digitales Sammelbild, was wir ja gemacht haben. Wir haben ja so mehrere Motive entwickelt. Auf einem ist auch Roman Weidenfeller zu sehen, die man dann über eine neue Technologie, für mich neu, für diejenigen, die da technisch länger dabei sind, wahrscheinlich eine alte Kamelle, aber dass man dann digital sozusagen Sammelbilder sammeln kann, wie wir das beide vielleicht früher mit Panini gemacht haben. Ja, haben wir auch gerade darüber gesprochen, diese NFTs. Genau. Ich habe es auch nicht ganz kapiert, aber
Sie ist ähnlich. Ähnlich wie Steintafeln ist das, nur halt zum Tauschen. So besser Steintafeln im 21. Jahrhundert. Genau. Ja, so. Daniel, ich habe gerade noch Professor Reitemeier gefragt, wo der Begriff Ping-Pong herkommt. Hast du mal nachgeguckt? Du hast es ja schon gesagt, wir sind ja heute sehr sportlich. Haben Sie eine Idee, wo der Begriff Ping-Pong herkommt? Wir sprachen gerade über Tischtennis. Ja, für Tischtennis. Genau. Ja, mit Sicherheit nicht aus China, wie ihr das gedacht habt. Haben wir gedacht. Haben wir erst gedacht, ja. Und? Ist noch keine offizielle Quizfrage. Ja. Tatsächlich wohl, natürlich sind die dann plötzlich alle, wenn es erfolgreich ist, wollen es alle gewesen sein. China, Indien und England. Aber offiziell eingetragen ist es tatsächlich 1902 mit der Ping-Pong Association. Aber es gab natürlich auch verschiedene andere Namen für Ping-Pong, nämlich zum Beispiel Whiff-Waff oder Flim-Flam. Ich finde, Ping-Pong sind wir eigentlich noch ganz gut. Und jetzt mit Dortmund in der ersten Bundesliga ist auch ganz gut. Whiff-Waff und Pling-Flam? Flim-Flam. Flim-Flam oder Whiff-Waff. Aber woher kam dann jetzt die Ping-Pong Association? Das haben sich die Engländer ausgedacht. Die Engländer. Das ging irgendwie die Engländer. Haben sich das und 1902 eingetragen, ja. Nämlich... genau, da wurde das war noch so die akustische Generation. Genau. Wie das gesehen hat, noch Ping-Pong. Ich gehe noch eine Runde Whiff-Waff spielen. Flim-Flam klingt aber auch nach einem Getränk, ehrlich gesagt. Ja, Flim-Flam, ja. Oder nach einer Speise vielleicht, oder? Oder nach einem tollen Frühstück an dieser Stelle. Vielen Dank, Kaffee Auszeit. Ich knusper mich hier gerade durch. Man muss das Mikrofon gerade ausmachen. Ich bin nämlich eher der salzige Frühstücker. Ich hätte dann gerne noch einen Flim-Flam-Kuchen. Nicht schlecht. So, wir sind ja nicht zum Karlauern vereint. Wir spielen ein Quiz. Und ich fand es sehr schön, dass Daniele gerade gesagt habe, du spielst gleich gegen den Oberbürgermeister. Er sagte, was, wo, was für ein Quiz? Er wusste ja gar nichts von. Und er hat es gerade noch gesagt, er ist seit 24 Stunden auf. Ja. Ich habe extra nicht gesagt, wach. Und hat die ganze Nacht gewiffwafft. Gewiffwafft, ja. Genau. War übrigens schön, Sie zu sehen. Tatsächlich, seit 21 Stunden bin ich ja dabei. Und man so ein bisschen wie bei Wo ist Waldo, konnte man Sie immer wieder sehen in den Schalten. Das war wirklich schön, Sie immer dabei zu verfolgen. Also ich konnte es auch von hier verfolgen. Sie waren überall in der Stadt unterwegs. Klar. Und Frau Dunkel war immer dabei. Das stimmt. Quizzen. Quizzen ist natürlich auch dafür da, dass alle jetzt zu Hause mitraten können und einfach sagen können, wussten die nicht. Sie können sich selbst zu Hause jetzt einen Zettel hinlegen mit einer Strichliste. Ich mache nämlich jetzt auch einfach eine Strichliste, da brauche ich nur noch einen Zettel. Ich nehme mal den kleinen hier und verteile einfach Punkte. Die Regeln sind ziemlich einfach. Und zwar, ich trage einfach stumpf die ausgearbeiteten Fragen vor. Es gibt die Antwortmöglichkeiten A, B, C, D. Ja. Und dann gibt es ich gebe mal so 10, 12 Sekunden Zeit und dann gleichzeitig bitte die Karte hochhalten, damit man nicht beim anderen abguckt. Okay. Also nicht so rum, ne? Sondern ja, so rum, ja. Okay. Auch in meine Richtung und ich kann das ja immer vortragen, was draufsteht. Können Sie das denn sehen aus der Entfernung? Nee. Hab ich mir gedacht. Das ist ein E, ne? Die haben bei der Regel nicht bedacht, wer das ist. Genau. Eben. Nee, wenn sie es falsch rumhalten, sage ich P. Ping-Pong. Ping-Pong, ja, das ist die Lösung für alle Antworten. Ich habe schon gesagt, ich bin ein toller Gegner, weil ich bin seit über 21 Stunden wach oder auf und bin nicht sehr gut in sportlichen Themen. Und ich meine, ich spiele gegen den Oberbürgermeister. Ich bin noch nicht doof. Natürlich verliere ich, weil ich will ja nächstes Jahr bei Dortmund wieder dabei sein. Müssen wir denn überhaupt jetzt noch anfangen nach der Vorbemerkung? Nein, aber ich bin sehr ehrgeizig. Machen wir es. Aha, irgendwas kommt noch. Ich wusste das. Gut, es geht in den Fragen weder um Wiffnaff, noch um Ping-Pong, noch um Flim-Flam, sondern es geht um eine andere Sportart. Erste Frage bei diesem Quiz. Erstmals findet eine Europameisterschaft in Dortmund statt. Wie viele Zuschauer, möchte ich wissen, passen in den Tempel an der Schrobelallee? Also der wurde ein bisschen umgebaut, das verrate ich. Stehplätze gibt es nicht. Und wie viel werden es? 60.909, 61.524, genau 70.000 oder 81.356? Wie viele Zuschauer werden im größten Stadion dieser Europameisterschaft in Dortmund und Platz nehmen? Und es wird jedes Mal, denke ich, ausverkauft sein. Auf die Plätze, fertig, Antwort.
C und Antwort B. Damit führt der Oberbürgermeister mit 1:0 Punkten. Es sind die 61.524. Wie kommst du denn auf genau 71.000? Meinst du, das war 7, einer meiner Lieblingszahlen kam mit vor. Jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken, warum ich die falsche Antwort gefunden habe. Warum weiß der Oberbürgermeister die genaue Zahl? Das ist gar nicht an dieser Stelle nicht so leicht gewesen, finde ich auch, weil die ersten beiden sind ja sehr nah beieinander. Ja. Und ich habe die Zahl natürlich, weil wir das mit der UEFA jetzt ja auch hin und her immer diskutiert haben, jedes Mal wieder. Niemand weiß eigentlich, warum wir bei internationalen Spielen keine Stehränge haben dürfen. Das ist ja immer so. Und dann wird ja immer die Südtribüne umgebaut. Ich finde das immer völlig unnötig, aber die wollen es halt immer. Und deswegen wissen wir das. Und das war natürlich immer wieder auf meinem Tisch. Aber ob jetzt 60 oder 61, das wusste ich auch nicht mehr so ganz genau. Aber ich habe einfach die höhere genommen. Gut, zweite Frage. Nicht zum ersten Mal ist die UEFA als Ausrichter im Stadion. Das UEFA-Cup-Finale 2001, die Jüngeren werden sich erinnern, wurde in Dortmund ausgetragen. Damals unterlag der spanische Vertreter Deportivo Alavés, welchem Verein, mit 4:5 nach Golden Goal. Muss man sich vorstellen. Längst wieder vergessen, ist schon Geschichte. Wer verlor damals 4:5? War es Manchester United? War es der FC Liverpool? War es Arsenal oder war es Leeds? Wer verlor 2001 hier in Dortmund? Sagen Sie noch mal die Buchstabenreihenfolge. Also Menu, Liverpool, Arsenal und Leeds. Oder Leeds, muss es richtig heißen. Einer von denen hat hier verloren. Nach 4:5 mit Golden Goal müsste eigentlich ein Fußballspiel der Fußballgeschichte sein. Mhm. Ist es auch. Gut, auf die Plätze, fertig, los. Ein B und ein B. Wieso kommen Sie auf Liverpool? Weil es Liverpool war. Richtig, für beide einen Punkt. Es war der FC Liverpool 2001, der noch nicht in aller Munde war, weil da mal ein Dortmunder Trainer plötzlich anfing. So, dritte Frage. Der war da ja noch nicht zu sehen. Der war da noch nicht zu sehen, 2001. Aber Didi Hamann müsste dabei gewesen sein für Liverpool. Damals schon? Ja, der ist ja von Bayern zu Liverpool gegangen. So früh? Ja, ich meine ja. Finden wir raus, aber es kommt kein Widerspruch. Ist auch egal. Nächste Frage. In der gibt keinen Zusatzpunkt. Kein Zusatzpunkt, genau. Also, gut, dann höre ich jetzt auf. In der Qualifikation wurde in einem Land besonders gefeiert, und zwar eine Nationalmannschaft, die noch niemals teilgenommen hat bei einer Europameisterschaft jetzt. Welche ist das? Georgien, Slowenien, Rumänien oder Albanien? Wer von den vier Nationalmannschaften hat bis dato noch nie bei einer Europameisterschaft gespielt? Georgien, Slowenien, Rumänien oder Albanien? Daniele, du hast vorhin geschlafen. Ja, ich merke schon. Es kam schon vor, ganz am Anfang. Ich habe eine Vermutung. In der Stunde zwischen 4 und 5. Genau. Nee, zwischen 6 und 7 war es. So, wer war es denn? Auf die Plätze, fertig, Antwort. Ah, beides A ist richtig. Georgien ist zum ersten Mal dabei. Ja gut, ich wollte schon nicht, dass der Recht sich zur richtigen Zeit... Was? Nicht, dass kurz gewartet wurde, was ich geraten habe. Haben wir schon gerade gesagt, die Menschen, die aus Georgien hier nach Dortmund kommen, die werden sich freuen wie die Schneekönige. Die haben noch nie so einen internationalen Ausflug gemacht. Das ist so, ja. Ne? Und dann in Dortmund, das ist doch wunderbar. Ja. Schönste Stadion. Großartig, da freue ich mich echt drauf. So Menschen, die staunend irgendwo sind und sagen, waren wir noch nie. Und die werden das zelebrieren, dieses Turnier. Nächste Frage. Die türkische Nationalmannschaft wird in der Vorrunde der Euro gleich zweimal hier antreten in Dortmund. Welcher Borusse hat die meisten Spiele für die Türkei bestritten? Emre Mor, Ömer Toprak, Salih Özcan oder Nuri Sahin? Wer von den Vieren hat die meisten Spiele für die Türkei bestritten? Daniele überlegt noch. Der OB hat schon das direkt gewählt, ja. In der Hand. Auf die Plätze, fertig, Antwort. Ein D und ein D. Der Nuri. Beides nicht. Der Nuri war es. Und der Nuri ist es. Ja, richtig.
Der hat ja die meisten bestritten. Die anderen sind ja auch nochmal, gut, bei Toprak wusste ich das jetzt nicht so ganz genau, wie viel der eigentlich hat. Der war ja Leverkusener eigentlich, der war ja nur kurz Dortmunder. Das hat man gar nicht so oft mitgekriegt, dass Nuri für die angetreten ist. Also, er sollte ja Deutscher werden sozusagen. Ja, ja, genau. Und, aber er ist natürlich der Älteste von allen, von daher war es ja auch, ne, fast so logisch, dass er eigentlich derjenige sein müsste, der am meisten spielt. Aber ja, haben wir nicht so wahrgenommen, so wirklich, ne? Nee, so richtig nicht. Wer die Zusatzfrage, Nuri ist im gleichen Örtchen wie ich aufgewachsen. Weiß einer, wo das war? Lüttringhausen? Nee, wo ist er doch? Meinerzhagen. Ja, richtig. Ja, ja. Da sind Sie her? Da bin ich her. Okay. Häufig. Ja, ja. Aber Sie haben die gleiche Schulbildung, ihm hat es was gebracht. Aber nicht für die türkische Nationalmannschaft haben Sie nicht gespielt? Im Ping-Pong. Zeitweise, ne? Im Wiff-Waff. Im Wiff-Waff. Im Wiff-Waff, genau. Und im Flim-Flam. Nächste Frage. Meister klingt doch super. Italien, Portugal, Frankreich. In Dortmund freuen wir uns auf auch die richtigen, erfolgreichen Fußballnationen. Durch welches Land stellt den Spieler mit den meisten Einsätzen bei einer Euro? Ich sage jetzt nicht einfach das Land, sondern die Kombination. Schweinsteiger für Deutschland, Ronaldo für Portugal, Buffon für Italien, Torhüter, kleiner Tipp von mir, werden alt. Immer noch? Oder Zinedine Zidane für Frankreich. Wer von denen ist am häufigsten für sein Land angetreten? Schweinsteiger, Ronaldo, Buffon, Zidane. 1, 2, 3, her mit der Antwort. B und C. Du kommst auf Buffon, weil ich dir den Tipp gegeben habe mit den Toren. Nee, tatsächlich ist es eine der wenigen Sachen, die ich weiß, dass Buffon wirklich ewig dabei war. Und Daniele, ausnahmsweise, gratuliere also B dir für Buffon eigentlich, ne, war das, oder? Ich gratuliere dir zu dieser Einschätzung, die aber leider falsch ist. Dein Ernst? Der Bürgermeister bekommt tatsächlich mit Ronaldo den nächsten Punkt auch an super der Stelle. Jetzt steht ja Donnarumma im Tor, der Italiener. Donnarumma. Ja, der ja auch, ne, bei PSG im Tor steht. Ich könnte den Eindruck haben, Sie haben sich vorbereitet. Sie wussten noch gar nicht, welche Fragen kommen. Aber ich wusste doch, dass Donnarumma eben jetzt im Tor der Italiener steht, nachdem Sie erzählt haben, Buffon und so weiter. Und er fragte immer noch. Nein, jetzt nicht mehr. Nee, ich wusste, dass Buffon, ich dachte, er hat es verstanden allgemein. Ach, ich habe die Frage falsch. Egal. Ich entschuldige mich, ich habe die Frage falsch verstanden. Ich dachte, es ging allgemein in der Geschichte des Fußballs und nicht von, wer jetzt dieses antritt. Nee. Du hast es falsch betont. Sollen wir noch mal machen, die Frage? Nein, ich würde es trotzdem noch mal. Nein, alles gut. Du kannst nachträglich Veto einlegen. Wir haben einen Juristen. Ich kann es im Stream nachgucken. Ich kann es im Stream nachgucken. Wir müssen unseren Notar jetzt einschalten. Nächste Frage. Auch unsere Nachbarn aus Polen werden wir begrüßen in der Vorrunde. Ja. Moment mal, Polen, Fußballturnier in Dortmund. Da gibt es noch Erinnerungen aus dem Jahre 2006. Das Last-Minute-Tor durch Neville. Doch wer gab die Flanke, die Neville dann versenkte? Soll ich 4 vorgeben oder sollen wir es diesmal mit reinrufen machen? Oder möchtest du Buffon, sage ich einfach. Ja. Buffon ist immer richtig. Sag mir doch irgendwas Falsches vor. Dann ich finde es gut, du solltest in deinem Leben Buffon jetzt immer als Joker setzen. Das ist der alte Witz bei Otto Walkes mit Ägypten. Also ich würde jetzt Ägypten, das einen Sinn? Genau. Ich gebe 4 vor. War es der Kollege Metzel da? War es Lukas Podolski? War es Michael Ballack? Oder war es David Odonkor? Wer hat diese Flanke als schnelles Wiesen außen rechts fast an der Eckfahne dann reingetreten? Und für Deutschland fing dieses berühmte Sommermärchen, glaube ich, in dieser Sekunde erst an. Bis dahin war es einigermaßen mau und dann fiel das Tor. Wer war der Flankengeber? Auf die Plätze. Das war ABC. ABCD. Ja, Metzelder A, Podolski B, Ballack C, Odonkor D. Auf die Plätze, fertig, Antwort. Wo ist es? D, C. Nee, es war nicht Michael Ballack, es war Odonkor. Ja. Ach, hast du jetzt sagst du. Jetzt habe ich mich doch. Ich wollte eigentlich den Poldi nehmen als Kölner. Das ist ja noch besser. Das ist eine andere falsche Antwort. Herr Oberbürgermeister, Sie führen erst 4:1. Das ist noch lange nichts entschieden. Wir haben noch 94 Fragen. Deutschland möchte Erster der Gruppe A werden. Möchten Sie gerne. Über welche Städte führt der Weg danach ins Finale? Also nach der Vorrunde, wenn man Erster wird, wie führt der Weg dann ins Finale? Führt er über Berlin, Stuttgart, Dortmund?
Führt er über Leipzig, Dortmund, Stuttgart? Führt er über Dortmund, Stuttgart, München? Oder führt er über München, Leipzig, Dortmund? Da muss man jetzt viel nachdenken. Das hat jetzt was mit der Bahnstrecke zu tun, ja, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, okay. haben alle Städte einen Hauptbahnhof? Also, ja. Welchen? Darf ich die Städte jetzt nochmal alle hören, ob das stimmt mit dem Hauptbahnhof? Es gab nur immer einen Bundesligisten, der keinen Hauptbahnhof hatte. Wolfsburg, eine Zeit lang. Ja, aber danach war es, glaube ich, Leverkusen verrückterweise. Das kann auch sein, das stimmt. Ich glaube, Leverkusen hat kaum keinen Hauptbahnhof. Bis heute, einen Hauptbahnhof haben die bestimmt eben auch, aber nicht. Der hält nichts. Eben. Naja, aber es ist eine andere Frage, da sind wir ja gar nicht jetzt. Buffon hat auch keinen Hauptbahnhof. Über welchen Weg führt der Weg für Deutschland, wenn sie Erster der Gruppe werden, dann ins Finale? A, B oder C? Ich glaube, sie müssen die... Oder D? Her damit. Achso, geht schon los. So. Jetzt raten. Oh Gott. Und los, C. Das ist jetzt einfach... B. Nee, das ist einfach geraten. Tatsächlich, woher wissen Sie das? Also der Weg wäre dann wirklich Dortmund? Ja, ja. Na, das haben wir uns ja ein paar Mal hingelegt. Das war schon wieder richtig? Ja, ja, sicher. Also wir wollen ja eigentlich Deutschland lieber im Halbfinale haben. Weil das wäre, würde ja bedeuten, das Achtelfinale ist dann in mir mit deutscher Besetzung, was ja auch wunderbar ist. Aber das Halbfinale ist natürlich nochmal eine Nummer größer. Dazu müssten die Deutschen aber Zweiter werden, weil der Weg geht dann eben über einen der anderen. So, das heißt, man muss eigentlich in der Vorrunde dafür sein, dass Deutschland Zweiter wird. Das ist natürlich auch doof, ne? Aber dann würden sie nochmal gewinnen, um dann nach Dortmund zu kommen. Ja, genau. Dann müssen sie im Achtelfinale gewinnen, was woanders stattfinden würde. Und dann das Halbfinale in Dortmund. Aber das ist so die Idee, vielleicht nur meine, aber dann gegen Italien halt. Ne? Das wäre eine gute Revanche für 2006. Vielleicht. So, und daher weiß ich, dass der Weg als Gruppensieger hier dann zum Achtelfinale geht. Also ich habe schöne Erinnerungen an 2006 hier in Dortmund. Ja, ich war hier auf dem, da gab es nämlich hier diese Fanmeile. Ich war einer der Fanbetreuer sozusagen für Italien. So ein Volunteer? So ein Volunteer mit so einem Dings. Und ich durfte auch singen mit hier Bruno Knust, hatte das organisiert. Wir singen auf der Bühne und ich durfte entweder Volare durfte ich singen. Und vor sehr vielen Italienern. Cool. Und ja, am Ende habe ich gesagt, wenn Italien verliert, gebe ich euch allen eine Pizza aus. Da war ordentlich, also das war schon ziemlich mutig und wäre ziemlich teuer gewesen. Und naja, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Ja, hast du dich gefreut? Ja, Buffon war auch dabei, oder? Ja. Ja, siehst du mal, eine richtige Antwort. Bonuspunkt damals. Ja gut, mal hier so einen kleinen, ich meine, mal hier hin. Nächste Frage, wir kommen mal wieder zurück zur WM 74. Die hat unter anderem in Dortmund auch stattgefunden. Nach dem Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft spielte Schottland gegen welches Land im damaligen Westfalenstadion? Ah. Oh, schon eine Idee. War es Mexiko, war es Zaire, war es Australien oder war es Chile? Ich weiß zwar noch, wer im Endspiel stand, 74, aber wer in Dortmund gespielt hat nach dem Eröffnungsspiel... Ganz viel Holland. Gegen Schottland hätte ich keine Idee, ganz ehrlich. Welche Antworten werden gegeben? Bitte zeigen jetzt. B und Chile. Drehst du dann den nochmal um? Im Spiegel. Herr Westphal, das sieht gut aus für Sie. Wieso wissen Sie, dass Zaire 1974... Witzig, das wäre eine... 74 war meine allererste Weltmeisterschaft, die ich mitbekommen habe. War ich 7 Jahre alt. Und das habe ich am Fernsehen natürlich verfolgt, da aber nur die deutschen Spiele. Anschließend mir alle Bücher über diese Weltmeisterschaft gekauft, tatsächlich, und alles nachgelesen. Ich war ja damals gar nicht in Dortmund, ich bin ja Lübecker und kannte Dortmund gar nicht. Insofern weiß ich aber nur das, Schottland zur Ehre, ich glaube 2-0 oder so ist er sogar ausgegangen, war ein Wahnsinnsspiel, habe ich alles nachgelesen. Aber 74 ist meine Weltmeisterschaft, also alles andere war nachher nur abgeklatscht. Also das geht mir ja auch so, als Kind könnte ich oder jetzt noch die Mannschaftsaufstellung sagen, ich könnte komplett durch 74 gehen. Und bei 90 käme ich völlig in Schludern, wenn da komme ich auf 7 Spieler oder also so. Und bei den anderen bin ich mir nicht mehr sicher. Die 2014er Aufstellung der Deutschen könnte ich noch nicht mal fehlerfrei sagen. Das ist eigentlich, darf man gar nicht sagen. Buffon hat immer gespielt. Wie alt warst du, 74? Ich war noch 10 Jahre irgendwo im Himmel. Also ich war noch minus 10 warst minus du? 10. Also minus 10. Man muss das auch nicht wissen. Dann darf ich das gar nicht. Aber das ist so wirklich so Listenwissen aus der Kindheit, das hat man echt viel besser behalten als heute. Das ist schon fast tragisch, ne?
Finde ich nicht. Nicht? Och. Ich finde, es ist immer komisch zu punkten, wenn ich noch weiß, wie dieser Aufseher bei der Fernsehserie Daktari hieß oder sowas und Sachen vergesse, die eine halbe Stunde vorher. Der hieß Buffon. Das war District Officer Hedley Buffon. Hedley. So, weiter Fußball. Und nächstes Mal machen wir so ein anderes Quiz. So ein anderes. So alte Serien. Genau. Da machen wir nächstes Jahr. Dann gab es weitere drei Spiele in Dortmund 74. Alle unter Beteiligung eines Teams, welches kein Spiel in diesem Stadion verlor. Welches war das? Jetzt sagt er, da weiß ich doch sowieso. War es Holland oder die Niederlande, korrekt ausgedrückt? War es Jugoslawien, Argentinien oder Schweden? Wer von denen hat 74 noch dreimal hier gespielt und kam er verloren? Antwort auf die Plätze, fertig, los. Das hast du als Erste gesagt, ich mache einfach B. War es Niederlande? Ja, also natürlich war es die Niederlande. Habe ich, glaube ich, eben schon mich verquatscht bei dem, als ich da eben drüber gesprochen. Ja, Johan Cruyff, ne? Ein paar Mal hier, super. Gut. Die waren im Finale auch viel besser als die deutsche Mannschaft in Wirklichkeit. Du, 7-1, Daniel, das sollte dir keine Sorgen machen. Wir kommen nämlich jetzt ins Jahr. Hatte ich nicht einen Bonuspunkt? Ja, zwei. Ja, zwei, okay. Wird unterschlagen. Bereits 1988 fand eine Euro in Deutschland statt, damals aber ohne die Stadt Dortmund. Die durfte nicht mitmachen. Ja, die Niederlande haben sich den Titel damals geholt, aber wer schoss in diesem Turnier die meisten Tore? 1988. Du willst nicht mehr auf der Zunge. Buffon, viele Eigentore, aber davon ab. Gesehen waren es. Ja, 88 war da, glaube ich, wirklich noch nicht dabei. Das muss noch Dino Zoff gewesen sein. Dino Zoff, ja, könnte gut sein, dass der es noch war. Aber der hat auch so ewig gespielt. Stimmt. Wer hat die meisten Tore gemacht? 88. Rudi Völler, Alessandro Altobelli. Muss ich so der sagen. Der Name ist oder? Fantastisch, oder? Altobelli. Ja, Altobelli. Marco van Basten oder Oleg Protasov? spricht er sich eigentlich Protasov? Protasov, egal. Das weiß ich auch nicht. Wer hat die meisten Tore gemacht, 88? Völler, Altobelli, Basten oder Protasov? Auf die Plätze, fertig, Antwort. C, Marco van Basten und du Marco zeigst D. Marco van Basten. Nur weil der Name, weil ich den selbst nicht richtig aussprechen kann. Daniele, sieht nicht schlecht aus für deinen. Dich 8-1 oder 2? 2, ein Trostpreis. Das war Marco van Basten. Ja. Eins kann ich mich erinnern, war das im Finale, dieses Wahnsinnstor. Sozusagen aus der Ecke des Strafraums, oben in den linken Winkel. Nie wieder gesehen, so ein Tor. Wenn das so weitergeht, könnte ich vielleicht was machen, wenn Sie mal nicht Oberbürgermeister mehr dieser Stadt wären, dass Sie vielleicht im Fußballmuseum anfangen können. Im Fußballmuseum? Ich will mich gleich ins Museum stecken, so geht das hier. Also in der Tat war mein früherer Berufswunsch, als ich so 16, 17 war und überlegt habe, was machst du später, wollte ich Sportjournalist werden. Das stimmt allerdings. Also so Reporter, ne? Nicht schreiben, sondern im Stadion und kommentieren. Das haben Sie das mal ausprobiert? Das ist schwerer, als man denkt. Bei uns bei der Schalte doch natürlich jetzt. Also Sie meinen live kommentieren? Ja. Das ist schwerer, das stimmt. Das ist richtig schwer. Man denkt immer, man regt sich immer auf über welche, die sagen, was erzählt der für einen Unsinn. Aber so ja, das ist aber auch zu Recht. Ja, mitunter ist das auch zu Recht. Aber live kommentieren, so ein Spiel, das ist ein eigenes Handwerk. Ja. Also, es gab mal so ein wunderschönes Beispiel, wie sich das auch verändert hat. 74 war so ein Kommentator, Fuchs. Auf Müller, Müller auf Beckenbauer. Ja, auf haben die weggelassen. Schwarzenbeck. Breitner. Meier. So, und heute Matthäus. Er hat übrigens gestern seine vierte Frau geheiratet. Ne? Was macht der denn da? Das ist was anderes geworden. Das stimmt. So ist es. Seine vierte Frau geheiratet. So, Torschützenkönige bleiben wir nochmal bei. Nur einmal holt ein Spieler diesen Titel bei einer Euro, der in seiner Karriere auch beim BVB gespielt hat. Wer von den ehemaligen Borussen war mal Torschützenkönig bei einer Euro? War es Manni Burgsmüller? War es Karl-Heinz Riedle? War es Stefan Schapöser? Oder Sebastian Kehl? Wer von denen ist mal Torschützenkönig geworden? Burgsmüller, Riedle, Schapöser oder Kehl? Tja. Burgsmüller, das war in den 70er Jahren, 76 wird er gespielt haben. Bei Riedle war es 92, bei Schapöser war es 96 und bei Sebastian Kehl 2012. Das ist gar nicht so lange her. Wer von denen war Torschützenkönige? Antwort bitte jetzt.
B und Z. Ja, Karl-Heinz Riedl ist richtig und damit geht mal ein Punkt an Herrn Westphal und es steht 9:1. Es war tatsächlich Riedl. Gewusst geraten? Da ein bisschen geraten. Also ich wusste nicht, dass er da Torschütze, da kann nicht viele Tore geschossen haben, 92, weil da waren wir nicht so doll unterwegs. Aber Kehl hat wenig Tore geschossen. Ich glaube, in der Nationalmannschaft gar keins. Hoffentlich tue ich mir jetzt nicht unrecht. Aber gucken, der wird sich an, der ruft an. Gleich. Der ruft an, das ja. Könnte so sein. So. Manni Burgsmüller, 76, hat kaum gespielt, tippe ich mal. Also da war ja Gerd Müller, Dieter Müller. So, also im Ausschlussprinzip, oder wie heißt es? Ja, genau. Ja, aber die Schweiz war auch gar nicht so oft dabei. Nee, aber Schappi wäre es zuzutrauen gewesen. Ja, das stimmt. Wir gehen in welches Jahr? Wir gehen 4 Jahre weiter. 4 Jahre später wurde Deutschland wieder Europameister. Bierhoff, Wembley, historisch. Ja. Auch in Dortmund sind aus Dortmund sind fünf Spieler im Kader. Welcher Europameister spielte in der Saison vor dem Turnier noch nicht in Schwarz-Gelb? Bei dieser Europameisterschaft. Wir sind jetzt bei 96, ne? Okay. Andi Möller, Steffen Freund, Thomas Hessler oder Jürgen Kohler? Wer spielte in der Saison vor dem Turnier noch nicht in Schwarz-Gelb? Also 3 müssen schon eher da gewesen sein, einer noch nicht. Möller, Freund, Hessler oder Kohler? Antwort bitte jetzt. Boah, da muss man auch schwer im Gedächtnis graben, wer wann wo zurückgekommen ist und gekauft wurde und zurückgekauft wurde. Und es ist tatsächlich Thomas Hessler. Sehr gut, ja. Der fehlte noch. Und du hast mal keinen Punkt gekriegt, ausnahmsweise. Ne? Ich wollte auch gerade sagen, also ich spiele auch noch mit. Ne? Aber die ist fies, die Frage. Ja, die ist schwierig. Weil die spielten dann zum Teil in Italien. Ja, genau. Bei Möller war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Der kam ja ein paar Mal hin und zurück. Aber Hessler kam also sehr spät. Insofern, ja. Ich mache nur noch 2 Fragen, damit Daniele noch aufholen kann. Du musst von keinem Telefonjoker machen. Ich habe hier Internet. Das ist eigentlich leer ganz schnell. AI. Ne? Ich möchte wissen, 2023, also letztes Jahr, gab es in Deutschland auch eine Europameisterschaft. Und Peter Wright hat diese Europameisterschaft gewonnen. Ich möchte wissen, in welcher Sportart hat Peter Wright denn in Dortmund den Europameistertitel erlangt? Im Dressurreiten, im Ringen, im Eiskunstlauf oder im Dartspielen? Mhm. Letztes Jahr war Euro in Dortmund. Peter Wright gewann. Was gewann er? Auf die Plätze, fertig, los. D, das Dart. Ja, gut, gehören beide zu denen, die Silvester und die Weihnachtszeit damit verbringen, Dart zu gucken? Weihnachten. Klang sehr englisch, der Name. Und meine Freunde gucken das immer. Und ich bin eigentlich davon nie hypnotisiert. Aber wenn die das gucken, dann denke ich so, ja, okay, das ist schon. Und ich finde, bei so Sportlern, wenn man die dann sieht, dann sind sie so, ja, gut, ja, wär auch für Dortmunder Kneipenkultur, wäre der perfekt geeignet meistens. Ja, ich will jetzt dem Peter nicht Unrecht tun, aber ich habe so eine Vermutung. Er ist auf jeden Fall von der Insel. Ich glaube, er ist Schotte, ne? Ist er Schotte oder? Ich meine, Peter Wright wäre Schotte. Waliser? Nein, Schotte. Ich lege mich nicht fest. Letzte Frage für heute. Deutschland wird dieses Jahr Europameister, das ist gesetzt. Wo wird die Nationalmannschaft dann in 4 Jahren ihren Titel verteidigen? Ach du Also, wo läuft die nächste Euro? Läuft sie in Italien? Läuft sie in Großbritannien und in Irland? Läuft sie in Island oder läuft sie in der Türkei? Die nächste Euro 2028, wo findet sie statt? Italien? Teilen es sich Großbritannien und Irland? Macht es Island oder die Türkei als Ausrichter? Auf die Plätze, fertig, her mit der letzten Antwort bitte. D, die Türkei. C, Island. Wie kommst du auf Island? Er wünscht es sich. Also ich hoffe, dass Buffon da wieder mitspielt und dann in Island ist. Ich meine, das wollen sie alle auch mal sehen, oder nicht? Vielleicht draußen im Eishockeyturnier. Du, also. Nein, Herr Westphal, auch das erste Mal, glaube ich, daneben gelegen. Ja, ne? Ich glaube auch, das war nämlich? Großbritannien, Irland. Ja. Geht die nächste Euro ausrichten. Ja, ja, ja. Aber das ist noch so weit weg. Das ist genau. Die Armen. Ja? Es fehlt auch jetzt irgendwie. Gehören die überhaupt noch zu Europa? Ja, doch ein bisschen noch. Ist das in Europa mehr Irland und deswegen dürfen sie da ein Sonderabkommen oder so. Ach so, weiter. Ja, mit der UEFA. Die machen das nach Kontinent und nicht nach EU-Mitgliedschaft. Ja, nach Mitgliedschaft in der UEFA.
Ja. Das ist ja der Punkt da. Aber in der Tat. Stimmt. Ja. In der Tat kann man sich das fragen. Ja, man, also ist jedenfalls nicht EU, aber Europa ist es auch. Das ist wie beim Eurovision Song Contest. Der findet bestimmt auch irgendwann mal in China statt oder sowas. Wer war schon mal in Island? Ist jetzt völlig egal, wenn die das vermarkten können. Damit haben wir ein knappes Ergebnis von 11-2. Ich würde sagen, einfach unentschieden, oder? Machen wir unentschieden. Gut. Aber ein Preis wurde trotzdem ausgelobt. Oh. Der ist hier. Und da will ich, Daniele, dich jetzt nie übervorteilen. Darf ich dem Oberbürgermeister die Blumen geben oder das so weiter? Für die zwei Töchter und die Dame am Frühstückstisch. Das ist doch so ein wunderschöner. Ich weiß nicht, ob die Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob die Vase dazu gehört. Gehört die? Nein, bestimmt nicht. Aber da haben wir ein gewisses Transportproblem, aber das lösen wir. Vielen Dank. Gut. Vermachen Sie es der Holden? Ja, klar. Sehr schön. Die freut sich. Prima. Die Farben passen. Was gucken Sie sich denn heute noch an? Wir sehen uns gleich hier nochmal wieder, ne? Wir sind noch ein bisschen hier, genau. Wir, glaube ich, reden noch mal ein bisschen über die 63%-Wanderung nachher. Ne? Und dann bin ich in der Stadt. Um 12 Uhr ist das Friedensgebet, das wir traditionell zu Dortmund ja machen, mit allen Dortmunder Religionsgemeinschaften. Und dann bin ich anschließend in der Stadt und schaue mir viele, viele Stände an. Und dann haben wir nachher noch das Fußballturnier an der Kampstraße, sozusagen im Käfig da. Straßenfußball oder Käfigfußball, wer hat das neulich gesagt? Jadon Sancho ist ein Käfigfußballer, hieß es. Der muss daraus entstanden sein, aus dieser engen Art Fußball zu spielen. Ja, das wird spannend. Dann sehen Sie zu, dass die Blumen nicht welk werden, damit Nein. Sie der Gattin noch überreichen können heute. Ne? Unbedingt. Noch in Blüte. Lieben Dank, knappes Endergebnis, aber knappes ist Ding, auch ein knappes Ding. Ich plädiere für unentschieden. Ja, ich plädiere für unentschieden und Buffon ist für mich der Sieger der Herzen. Lieben Dank. Aber im Flimflam. Flimflam und Wimwam. Oder Wiffaff. Wiffaff. Ne? Der bekannteste Wiffaff-Spieler war Buffon. Lieben Dank.